Herzlich willkommen zu diesem Video mit einem Thema, was eigentlich schon früher hätte behandelt werden müssen, nämlich dem Thema endliche Automaten. Sie kennen die endlichen Automaten aus dem IT-Studium, aus den Grundlagen der Informatik. Dort werden die meistens dazu verwendet, um eine Sprache zu erkennen. Zum Beispiel, Sie haben einen regulären Ausdruck und übersetzen den in endlichen Automaten und dann kann der Automat die durch den regulären Ausdruck beschriebene Sprache erkennen, als ein Beispiel. Wir verwenden die Automaten dazu, damit wir eine Verhaltensbeschreibung machen können, beziehungsweise eine genaue Zustandsbeschreibung machen können. Und so können wir das Verhalten eines Systems besser unter Kontrolle bringen, weil uns der Automat in die Lage versetzt, das Verhalten vollständig zu beschreiben. Ich möchte in diesem Video zeigen, wie Sie sowas ungefähr modellieren können und wie man sowas in Java programmiert. Da gibt es sehr viele verschiedene Implementierungsvarianten. Ich stelle Ihnen die Standardvariante vor. Es gibt aber weitere. Folgendes Entwurfsproblem: Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Einlasskontrolle bauen. Und was wir jetzt feststellen wollen, ist der Mitarbeiter sozusagen, wo ist der jetzt, ne? Also ist der drin, ist er draußen? Dann haben wir zwei Sensoren eingebaut, einen linken und einen rechten. Und auf dem Flur der Firma einen gewissen Abstand zwischen beiden Sensoren. Und da ist das Büro. Und jetzt die Frage, wie könnte man das modellieren? Da könnte man überlegen, naja, der Mitarbeiter ist ja in verschiedenen Zuständen. Das schreit geradezu nach einem Automaten. In welchen Zuständen kann er sein? Er kann im Zustand sein, dass er abwesend ist, irgendwie auf der Straße. Wenn er am linken Sensor vorbei ist, aber noch nicht am rechten, dann ist er im Zustand im Flur oder auf der Passage sozusagen. Und wenn er am rechten Sensor auch vorbei ist, ist er im Büro oder auf der Arbeit. Und genau das Gleiche, wenn er auf der Arbeit ist und dann am rechten Sensor vorbeiläuft, dann ist er wieder im Flur. Wenn er am linken Sensor vorbeiläuft, dann ist er wieder auf der Straße. Also, aber es gibt auch unplausible Sachen, zum Beispiel er ist im Zustand abwesend und läuft am rechten Sensor vorbei. Das geht nicht, weil dann ist er sozusagen am linken Sensor, den hat er dann übersprungen. Also wir haben so ein paar Zustandsübergänge, die möglich sind und ein paar, die sicherlich nicht sein können. Und wir haben ein klares Eingabealphabet, nämlich einen linken Sensor und einen rechten Sensor, also zwei Signale, die wir kriegen können. Und das schreit geradezu nach der Modellierung als endlicher Automat. Hier mal auf der Folie dargestellt. Ich habe also mir überlegt, was sind die Zustände von meinem Mitarbeiter? Der ist abwesend oder er ist anwesend, also absent oder present, oder er ist zwischen beiden Sensoren. Passage. Und wenn er jetzt reinläuft, dann läuft er am linken Sensor vorbei und dann am rechten Sensor und ist anwesend. Wenn er zurück will, läuft er am rechten Sensor vorbei und am linken und ist wieder abwesend. Also das heißt, die Sensoren sind unser Eingabealphabet, left und right. Und die Zustände des Mitarbeiters als abwesend oder anwesend, das sind die Zustände des endlichen Automaten. Jetzt können wir natürlich auch Sachen modellieren, die nicht sein können. Zum Beispiel, der ist im Zustand abwesend und läuft am rechten Sensor vorbei oder er ist im Zustand anwesend und läuft am linken Sensor vorbei. Dann hätte er einen Sensor übersprungen. Das heißt, dann braucht man noch einen Error-Zustand oder sowas, damit wir das Verhalten wirklich vollständig beschreiben können. Also quasi in jedem Zustand, in dem wir sind, die Reaktion auf jedes mögliche Eingabesymbol. Das wollen wir ja beschreiben. So, und wenn man das mal modelliert, das ist dann hier in der Tabelle dargestellt. Mache ich mir einfach eine Tabelle mit, die Zeilen sind zum Beispiel das Eingabesymbol, was es gibt. Also in unserem Fall Left und Right. Können natürlich noch mehr Sensoren sein, wenn das System komplizierter ist. Und die Spalten bilden jeweils die Zustände, die ich haben kann. Absent, Present, Passage und Error. Und was ich jetzt mache, ist, jetzt übertrage ich einfach das Gemälde hier auf die Tabelle. Ich gucke nach, ich bin im Zustand Absent und kriege das Symbol Left. Also Absent, kriege das Symbol Left. Wo gehe ich dann hin? Und dann steht hier Zustand Passage. Also trage ich hier in die Tabelle den Folgezustand ein. Oder ich bin im Zustand Present und kriege ein Left und dann bin ich im Zustand Error, weil das nicht sein kann, hätte ich einen Sensor übersprungen. Oder ich bin im Zustand Passage, also hier in dem Zustand und kriege ein Left, dann bin ich wieder im Zustand Absent. Also Sie können sozusagen jetzt sich systematisch mit der Tabelle überlegen, wo ist Ihr Folgezustand? Und die Tabelle, das Schöne an der Tabelle ist, das ist jetzt eine vollständige Verhaltensbeschreibung, weil in jedem Zustand die Reaktion auf jedes denkbare Eingabesymbol beschrieben ist. Andere Sachen gibt es nicht mehr, das heißt, die Verhaltensbeschreibung ist vollständig, mehr gibt es nicht. Damit ist das Verhalten vollständig beschrieben. Es gibt keine Spezifikationslücken mehr. Und
gerade für eingebettete Systeme, für sicherheitskritische Systeme, wollen Sie natürlich vollständige Verhaltensbeschreibung, weil Sie können dann anschließend mathematische Beweise damit führen. Also zum Beispiel den Zustandsraum des Automaten komplett ausrechnen. Also es geht so in Richtung Model Checking. Mache ich hier aber nicht, da habe ich beruflich nie gemacht. So, also das heißt, machen wir es nochmal formaler. Also was wollen wir machen? Wir wollen die Ereignisse, die es so gibt, als Eingabealphabet verwenden, also Knopfdrücke, wahrgenommene Dinge, Signale, die wir empfangen haben, das ist unser Eingabealphabet. Ne? In dem Fall meine beiden Sensoren links und rechts. Ich habe eine Ausgabe vielleicht, wenn ich was steuern will, das habe ich jetzt in dem Beispiel nicht gezeigt. Also ich könnte mir ein Ausgabealphabet ausdenken, dass da noch eine Lampe angeht, eine Diode was anzeigt, Datensatz geschrieben wird, irgendein Aktor angeschmissen wird. Also ich kann die Maschine mit einem Ausgabealphabet versehen. Dann bin ich im Bereich der Mealy- oder Moore-Maschine. Also dann kann ich wirklich Verhalten beschreiben, was das System tut dann was. Meins macht ja sozusagen so eine Art Erkennung. Das System hat eine Menge von Zuständen, habe ich Ihnen gerade gesagt. Zustand des Mitarbeiters, anwesend, abwesend und so weiter. Und was jetzt spannend ist, was wir mit der Tabelle modelliert haben, ist die Zustandsübergangsfunktion. Einmal für die sozusagen Zustandsübergänge und man kann das nochmal für die Ausgaben machen. Also die Funktion ist ja beschrieben durch, ich habe einen Ist-Zustand und ich habe ein Eingabesymbol und was ist der Folgezustand? Ne? Das sind genau die Zeilen und Spaltenindizes von meiner tollen Tabelle und da steht dann der Folgezustand drin. Ne? Also das heißt, diese Funktion hier ist vollständig beschrieben durch eine Tabelle. Also und dann kann ich eine Ausgabefunktion beschreiben, da wäre es eine Mealy-Maschine von dem Zustand, in dem ich gerade bin, plus das Eingabesymbol, das ich kriege, und der produziert irgendeine Ausgabe. Also irgendein Ausgabesymbol, was dann konkret vielleicht die Steuerung eines Motors wäre oder das Leuchten einer Leuchtdiode oder sowas. Okay, und damit kriege ich zumindest einfache Verhaltensmodelle hin. Also wenn der Zustandsraum halbwegs überschaubar ist, also mit Hunderten von Zuständen und Tausenden von Eingabesymbolen, wird die Tabelle natürlich zu groß oder wird auch die Beschreibung des ganzen Zustandsübergangs, also diese Funktionsbeschreibung, werden dann zu komplex. Da muss man sich dann was anderes überlegen. Es gibt drei Implementierungsvarianten, ich blätter die mal alle auf. So die Sparvariante, die man häufig auch in Büchern findet, ist ein Switch-Case-Statement. Also das heißt, ich kann eigentlich ein geschachteltes Switch-Case-Statement, also ich modelliere die Zustandsübergangsfunktion, die hat ja zwei Eingabeparameter, nämlich einmal den Ist-Zustand und einmal das Eingabesymbol. Das sind sozusagen das, was ich im Switch als Schalter verwende. Also der erste Switch macht zum Beispiel den Ist-Zustand, jetzt der zweite Switch macht das Eingabesymbol und was dann im Code drin steht, ist dann der Funktions- oder der Folgezustand, nicht? Also ein geschachteltes Switch-Case. Ich kann die Tabelle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, direkt als Tabelle im Code abbilden und dann sozusagen diese Funktion, diese Zustandsübergangsfunktion direkt programmieren. Das würde ich Ihnen vorführen. Und es gibt noch eine dritte Variante, die ich persönlich etwas unübersichtlich finde, wo man für jeden Zustand eine Klasse modelliert und sozusagen diese Zustandsübergangsfunktion in jede Klasse reinprogrammiert. Dann haben Sie sozusagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Switch Case, weil Sie müssen ja in der Klasse dann auch auf jedes Eingabesymbol reagieren. Was zur Folge hat, dass Sie da das Switch Case kriegen. Und das wird natürlich auch relativ schnell ziemlich sperrig. Und Sie verlieren ein bisschen die Übersicht über das Gesamtverhalten, weil Sie nirgendwo eine geschlossene Darstellung des Gesamtverhaltens haben. Was der große Vorteil dieser Tabelle wäre. Auf in den Code. Ich habe jetzt mal die Grafik, die Sie gerade in den Folien gesehen haben, mit Plant UML modelliert. Das sehen Sie hier als Quelltext. Und dieses Plant UML, da gibt es ein sehr schönes Plugin für IntelliJ, sodass man jetzt in IntelliJ letzten Endes UML-Diagramme malen kann. Das Plant UML kann eigentlich alle UML-Diagramme, die es so gibt. Also der UML 2.x, alles nicht so hyperhübsch, aber einigermaßen brauchbar. Und ich habe jetzt hier die Zustände des Automaten, konnte man hier jeweils modellieren mit State. Und dann habe ich hier die Zustandsübergangsfunktion also hier mit so einem Pfeil modelliert. Und was wir jetzt machen ist, jetzt tippen wir das quasi ab, machen eine Java-Klasse draus und dann führe ich Ihnen den endlichen Automaten als Java-Klasse vor. So, jetzt fange ich an und tippe letzten Endes den Automaten einfach ab und bringe den in Java zum Laufen. Ich habe hier meine Klasse Employee vorbereitet als Schulungsbeispiel und jetzt fange ich einfach an, das Diagramm in Java hinzukoden. Das heißt, womit fange ich an? Ich fange an mit der Zustandsmenge.
Zustandsmenge. Das war in meiner Folie Q. So, wie machen wir das? Ich mache, es bietet sich an, dann E-Namen zu machen. Da kann man die Sache ein bisschen sprechender benennen. Private E-Namen State. Und dann tippe ich das jetzt einfach ab, was da oben steht. Vielleicht in Großbuchstaben. Dann es ist ja eher so eine Art, sind ja eher so eine Art Konstanten, deswegen schreibe ich die mal groß. Absent Present Passage Error. So. Was brauche ich dann? Dann brauche ich das, ist ja ein endlicher Automat, also brauche ich ein Eingabealphabet. Private Enum Symbol nenne ich es mal und dann nehme ich da Left und Right. So, das war's schon. Jetzt habe ich sagen die bei den Grundelemente von einem normalen endlichen Automaten drin. Ich habe keine MIDI oder Moore-Maschine, insofern brauche ich jetzt kein Ausgabealphabet. Das heißt, den oberen Teil habe ich jetzt mehr oder weniger abgetippt. Jetzt brauchen wir nur noch die Zustandsübergangsfunktion. Jetzt brauchen wir also irgendwie dieses Absent Passage. Und das, wenn das Symbol left kommt. Also das heißt, auch das kann ich im Wesentlichen abtippen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie modelliere ich das in Java. Eine Variante wäre jetzt, dass man daraus jetzt ein großes Switch Case macht. Das hatte ich Ihnen kurz erklärt. Das heißt, also ich skizziere es mal kurz. Sie würden also irgendwie sowas machen wie Switch. Das ist entweder Current State. Das wäre der Zustand, in dem Sie sich gerade befinden. Und dann mache ich hier sowas wie Case Absent und mache da drin dann wieder ein Switch Case Switch Symbol und mache da dann Case Left zum Beispiel. Und da schreibe ich dann rein, wie der Folgezustand sein soll. Also das heißt, Sie können sich vorstellen, selbst bei dem einfachen Automaten könnte das eine relativ sperrige Geschichte werden, wenn Sie so einen Switch Case machen. Auch die Modellierung jetzt mit entsprechenden Klassen. Also ich könnte eine Klasse Absent, Present, Passage und Error machen, also vier Klassen bauen und dann entsprechend auf die Eingabesymbole reagieren. Kann man alles machen, wird aber zu kompliziert. Deswegen lassen wir das und versuchen das mal einfacher zu machen. Oder sagen wir, überschaubarer. Und da bietet sich jetzt an diese Zustandsübergangsfunktion, die haben wir eh schon als Tabelle, das hatte ich Ihnen auf der Folie schon gezeigt. Dann machen wir einfach auch eine Tabelle in Java, wo wir die Folgezustände nachgucken können. Das muss man vielleicht wissen, dass man bei Enums in Java einfach Ordinal abfragen kann. Also das heißt, Absent hätte die Ordinal 0, 1, 2, 3 oder Left 0 und 1. Und das ist natürlich genau das, was wir als Index für unsere tolle Tabelle brauchen können. Also machen wir das mal. Die Tabelle müsste natürlich eine zweidimensionale Java-Tabelle sein und der Index ist jeweils ein Integer, wie es bei Tabellen so ist. Sonst wäre es ja ein Hashmap. Und wir wollen in der Tabelle den Folgezustand nachgucken. Deswegen ist das ist natürlich der Typ des Eintrags in unsere tolle Tabelle ist natürlich vom Typ State. Ne? Also ich will ja den Folgezustand eintragen. Also ich will ja dann vom Ist-Zustand plus Eingabesymbol will ich auf den Folgezustand schließen. Jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich in die Zeilen, was in die Spalten rein. Ich könnte jetzt in die Zeilen zum Beispiel die Eingabesymbole reinmachen und dann ausmodellieren. Das heißt, ich würde jetzt, ich baue Ihnen das hier mal so ein bisschen so hin, dass man das dann leichter lesen kann, hoffentlich. Also jetzt habe ich hier sozusagen meine die Tabelle aus meiner Folie mehr oder weniger rüber kopiert. Und was ich jetzt mache, ist, jetzt trage ich in die Zeilen und Spalten, das baue ich jetzt einfach in Java auf und trage jeweils abhängig von dem Ist-Zustand und dem Eingabesymbol den jeweiligen Folgezustand ein. Machen wir das mal. Gucken, dass ich mit den Kommentaren nicht durcheinander komme. Das heißt, ich modelliere hier mal die Zeilen jeweils mit einem Array und kann jetzt da was eintragen. So. Hier fehlt noch das Gleich, nicht, dass wir dann die Syntaxprüfung verlieren. So, was ich jetzt mache ist, letzten Endes gucke ich nach, ich bin im Zustand Absent und kriege ein Left, Absent und kriege ein Left, dann komme ich nach Passage. Ich bin im Zustand
Das mag er nicht. Wahrscheinlich will er da noch State davor haben. State Passage. So. Kann man vielleicht noch schöner machen, aber wir machen es jetzt mal so, dass es funktioniert. So. Ich bin im Zustand Present und kriege ein Left. Present und kriege ein Left. Da ist der Zustand nach Error. State Error. Ich bin im Zustand Passage und kriege ein Left. Passage und kriege ein Left. Da ist der Zustand dann Absent. State Absent. So. Ich bin im Zustand Error und kriege ein Left. Dann bleibe ich im Zustand Error. State. So, nächste Zeile. Ich bin im Zustand Absent und kriege ein Write. Absent und kriege ein Write. Geht gleich in Zustand Error über. State. Kann nicht sein, weil ich, dann hätte ich ja den linken Sensor übersprungen. Ich bin im Zustand Present und kriege ein Write. Present und kriege ein Write. Dann bin ich im Zustand Passage. State Passage. Ich bin im Zustand Passage und kriege ein Write. Da bin ich im Zustand Present. Und ich bin im Zustand Error und kriege ein Write. Können Sie sich hier anschauen. Error und kriege ein Write. Da bin ich im Zustand Error. So, das war's. Das ist jetzt schon die sozusagen Beschreibung der Zustandsübergangsfunktion in Java. So, jetzt können wir den oberen zumachen. Jetzt reicht es. Jetzt haben wir die Klasse nochmal im Überblick. Das heißt, das hier ist sozusagen die Zustandsübergangstabelle. Bevor es hier geht, machen wir das mal mit Mui. So. So, und jetzt müssen wir den Automaten natürlich noch mit allen Sachen versehen, die so ein endlicher Automat so hat. Das heißt, ich verpasse dem ein Feld für den Current State. State. Current State. Also ich muss ja wissen, was ist der aktuelle Zustand des Automaten. Dann macht es Sinn, den Employee irgendwie zu initialisieren. Machen wir es mal public employee. Da kommt sicherlich nachher noch irgendwie mehr Parameter dazu oder mehr Felder dazu. Aber jetzt initialisieren wir mal den State. This Punkt Current State ist gleich. Jetzt brauchen wir den Startzustand. Und wir sagen, unser Startzustand wäre absent. State. Also wir gehen davon aus, und morgens ist das Büro leer und es kommen die Leute erst. So, jetzt haben wir den Zustand. Jetzt brauchen wir die Zustandsübergangsfunktion jetzt. Also das heißt, jetzt müssen wir irgendwie ja die Transition Table auslesen. Das heißt, ich baue noch eine weitere Funktion rein, die nenne ich irgendwie Next State. Und das ist jetzt genau diese Funktion, ne? Q kreuz Sigma nach Q. Und das schreibe ich jetzt in Java hin. Public. Das heißt, der Pfeil noch da ist, das der Rückgabewert State. Also der soll ja ein State erzeugen, damit wir den auch universell einsetzen können. Und dann sage ich hier Next State. Der kriegt jetzt, was kriegt der? Q kreuz Sigma, das heißt, er kriegt ein State. Current State. Der kriegt ein Symbol. Das war Input. Das hat er ja irgendwie gelesen. Und was wir jetzt brauchen, ist, jetzt müssen wir im Grunde nur die Zustandsübergangsfunktion fragen. Ne? Also das heißt, was machen wir jetzt? Return. Und geben da jetzt zurück Transition Table. Und jetzt ist die Preisfrage, wann verwenden wir welchen Index? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sozusagen den Zeilenindex verwenden, dass wir im Grunde das Symbol Input. Punkt. Das brauchen wir hier. Or get ordinal. Ist das sozusagen left ist 0, right ist 1. Und current state current.ordinal. So. Jetzt kann ich sozusagen das Ding ausführen und muss natürlich mein current state dann von Hand umsetzen. Aber dann habe ich sozusagen diese next state mal explizit hingeschrieben. Sonst, also wenn ich jetzt hier das interne Attribut current state verwenden würde, wäre das nicht so schön explizit sichtbar. So, das heißt, wir bauen jetzt noch eine zweite
ich nenne die mal, ich mache die mal private, weil die sozusagen, bevor wir deinen internen Zustand kaputt machen, private. Und jetzt machen wir hier nämlich eine Funktion public, die würde jetzt nämlich einfach nur, die werden void, next state, und der kriegt jetzt nur noch ein Symbol übergeben, input, und er ruft jetzt unsere tolle next state Funktion auf, this.currentState gleich next state current state, input. So. Jetzt haben wir sozusagen das mal ganz explizit gemacht und eine schöne NextState-Funktion für unseren Automaten gemacht. Das kann man, sollte man natürlich für einen Testtreiber zum Beispiel noch den Zustand abfragen können. Das heißt, wir machen noch eine Get-Funktion. Public State Get Current State Return Current State. So. Das war's jetzt letzten Endes. Jetzt haben wir den endlichen Automaten in Java programmiert und jetzt würde ich dann im Anschluss zeigen, wie man dazu einen vollständigen JUnit-Test schreibt mit JUnit 5. So kann ich jetzt halt den tollen Automaten nicht ausprobieren und das schreit geradezu danach, dass wir einen JUnit-Test machen. Das zeige ich dann gleich im Anschluss.